Die Arbeit I'm After Me im Stadtpark Leonberg ist ein Raumsetting. Auf dieses Raumsetting wird eine Kamera gerichtet. Die Kamera nimmt im Zeitrafferverfahren Bilder auf, die ins Netz hochgeladen werden. Die Bilder verdichten sich eben im Zeitraum des Festivals zu einer längeren Sequenz, also zu einem Film. Und ja, jeder Betrachter, der diesen Raum betritt, oder jeder Passant, der diesen Raum betritt oder sich die Installation oder dieses Raumsetting näher ansieht, wird selbst zum Objekt der Betrachtung und auch eben Teil dieses Films, je nachdem, wie lang die Passanten oder Besucher in dem Raum verharren. Die Form dieses Raums oder der Ausgangspunkt dieses Raumes war ein Gemälde von Edward Hopper mit dem Titel Sun in a Empty Room. Und auch der Titel der Arbeit I'm After Me stammt von Edward Hopper und ist der Kommentar, das er mal zu seiner Arbeit abgegeben hat. Ich frage mich, in einer Zeit, in der wir ständig netzwerkfähige Geräte mit uns rumtragen, mit denen wir auch unser Privatestes teilen und mit deren Hilfe es eben auch möglich ist, uns ständig zu beobachten, wie können wir da Rückzugsorte überhaupt noch schaffen? Also frage ich mich einerseits im digitalen Raum, wie wir diese Rückzugsorte schaffen können, aber auch in physischen Räumen. Und ich glaube eben, dass solche Räume schon sehr wichtig sind, um sich eben unbeobachtet verhalten zu können und ja, frei von Beobachtung verhalten zu können.